Hallo, liebe Wassermänner, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading für den Dezember 2020. Bin mal gespannt, was hier im letzten Monat des Jahres so für Energien auf euch warten, potenziell. Ist das Jahr schon wieder rum? Liebe Wassermänner, ich möchte euch wie immer auf die Links in der Infobox aufmerksam machen. Findet dort das weiterführende Reading über diese Legung, welches ich dann nach wie vor ab Dezember wohl auf einer anderen Plattform als Vimeo anbieten kann. Im Moment leider noch nicht, da nach wie vor Freischaltungsprobleme existieren. Hoffe, dass ich die bis dahin auf jeden Fall lösen kann. Weiterhin findet ihr dort den direkten Zugang zu meinem Kanal, zu dem Kanal meiner Mutter. Ihr findet dort auch weiterhin das ja, eigentlich das Arsenal an Karten, was ich hier verwende. Ich muss leider nach wie vor diese Karten hier verwenden, da die neuen noch nicht da sind. Ihr findet dort Infovideos. Dahingehend habe ich die Infobox etwas überarbeitet. Ihr findet dort auch Special-Videos, um es mal so auszudrücken. Wenn euch das interessiert, schaut gerne unten rein. Natürlich findet ihr dort auch Social-Media-Links zum Beispiel. Also ja, alles, was euch interessieren könnte, liebe Wassermänner. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Dezember 2020 meiner Wassermänner. Nachdenken. Okay. Liebe Wassermänner, das dürfte euch nicht so schwer fallen. Ihr seid eigentlich sehr große Denker. Luftzeichen haben das so an sich und ihr seid da prädestiniert dafür. Ihr habt sehr viel Gedankenkraft oftmals zu leisten, im privaten sowie auch im beruflichen. Die Fee hier sieht aus wie Aria. Ich kann mir nicht helfen. Nachdenken. Ja, nachdenken. Da gibt es nicht sonderlich viel, ja, Interpretationsspielraum. Es gilt hier also zu durchleuchten gewisser Situationen. Es gilt darüber innezuhalten, nachzudenken, Strategien möglicherweise zu entwickeln, beziehungsweise auch vielleicht etwas voranzutreiben oder zu verarbeiten. Kann natürlich beides sein. Die Zahl 44 könnte eine tiefere Bedeutung für euch haben, liebe Wassermänner. Und ich frage jetzt mal die Karten, über was es hier denn potenziell gilt, nachzudenken. Kann natürlich noch jeden Bereich eures Lebens betreffen. Das finden wir doch raus. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Dezember 2020, meine Wassermänner. Magier. Gericht, oh. Okay. Magier und Gericht bilden hier die ersten zwei Karten. Und der Gehängte. Okay. Wir haben hier zunächst einmal die Welt. Wow. Gericht auf Welt. Okay. Interessant. Sieben der Kelche, ein Gefühlschaos und der Gehängte könnte ein Umdenken darstellen oder eine Stagnation darstellen, liebe Wassermänner. Sechs der Schwerter ist eure Outcome-Karte. Zielstrebig, ehrgeizig, ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen, sehr ähnlich wie der Magier. Hier aber zunächst einmal auch gedanklich. Wie auch schon beim Nachdenken zu sehen ist, habt ihr hier doch einiges, worüber es nachzudenken gilt. Das hier ist, könnte, das könnte hier der Trigger sein, beziehungsweise die Welt könnte das auch sein. Und kann im Prinzip das Thema darstellen, um das es hier geht. Deswegen werde ich hier die Klärungskarten abwarten, aber hier, hier und hier ist schon mal sehr viel Denkkraft zu sehen. Eine Klärung zum Magier. Zehn der Schwerter. Auch das ist sehr, sehr viel Denkkraft. Das sind negative Gedanken. Stechende, erdrückende. Eine Klärung zum Gericht, bitte. Und die Gerechtigkeit fällt aus. Gericht und Gerechtigkeit hier. Interessant. Eine Klärung zur Wendung. Fünf der Kelche. Okay. Fünf der Kelche, Verlust, Reue, ein falscher Fokus womöglich. Eine Klärung zu den sieben der Kelche. Der Tod. Veränderung, Transformation ist hier angezeigt. Ein Wandel womöglich. Eine Klärung zum Gehängten. Das waren wieder, wow, zwei wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist die Welt hier mit dem Karma. Puh, könnten das abgeschlossene Lernaufgaben sein, liebe Wassermänner? Sehr signifikant hier, Welt und Karma. Outcome ist der Ritter der Stäbe. Hofkarte im Feuerzeichen, ihr könntet es mit einem solchen zu tun haben. Es könnte hier auch Hartnäckigkeit darstellen, beziehungsweise aber auch, ja, Körperlichkeiten.
Ich meine, das ist aber hier eher eine bestimmte Person. Muss ich noch eine Reihe legen auf jeden Fall. Eine Klärung zu den 10 der Schwertern. Das ist die 6 der Münzen. Geben und nehmen, Ausgleich. Eine Klärung zur Gerechtigkeit, bitte. Ritter der Kelche. Ritter der Kelche, das ist oft jemand, der Emotionen und Gefühle jemanden transportieren bzw. zeigen möchte. Kann auch oftmals um Entschuldigungen hier gehen. Eine Klärung zu den 5 der Kelche. Oh, das waren 2. Und das ist die Mäßigkeit und das Rad des Schicksals. Puh. Rad des Schicksals, Welt, Karma, nochmal Welt, Gericht. Das sind sehr, sehr signifikante Karten, die für ja, abgeschlossene Lebensentscheidungen stecken oder ja stehen könnten, beziehungsweise darauf hindeuten. Muss ich mir die Konjunktionen gleich nochmal anschauen. Eine Klärung zum Tod, bitte. Das waren wieder 2. Das ist das Ass der Schwerter, welches für Einsichten und Klarheiten steht. Und die 8 der Stäbe steht für Kommunikation und Bewegung. Okay, eine Klärung noch zu dieser Welt, bitte. Ass der Kelche. Wow. Liebe Wassermänner, ihr schließt hier definitiv etwas ab und startet in einem, entweder im gleichen Bereich, dann aber anders. Oder in einem neuen Bereich neu durch. Ich habe hier zweimal die 6 der Schwerter im Outcome. Das ist schon interessant. Ihr schließt hier definitiv etwas ab, liebe Wassermänner. Mit Doppelwelt hier drin, mit dem Karma noch drin. Liebe Wassermänner, das sieht mir hier nach Aufbruchstimmung aus im Prinzip. Hier, ich sehe hier auf den ersten Blick sehr viele Abschlüsse auf jeden Fall. Von Themen, die euch beschäftigen, die euch womöglich auch schon länger beschäftigen, liebe Wassermänner, die aber auch hochgewichtet werden von euch. Es kann je nach Situation hier eine arbeitstechnische Angelegenheit betreffen, familiär oder doch partnerschaftlich. Es kann hier im Prinzip alles sein. Dementsprechend ist es aber auch etwas, was von euch sehr, sehr hochgewichtet wird. Ich habe hier zweimal die Welt drin, ich habe Wandel drin, ich habe Abschlüsse drin, ich habe Erkenntnisse, Umdenken und auf zu neuen Ufern drin. Das ist sehr, sehr viel Aufbruchsstimmung bzw. Abschlussenergie und Neudurchstartenergie. Und das kann für viele von euch in verschiedenen Teilbereichen definitiv resonieren, liebe Wassermänner. Mit der ersten Karte, dem Magier, bin ich auch schon auch sehr, naja, bei der Hauptenergie im Prinzip. Dieses Nachdenken muss im Prinzip stattfinden. Ich meine, das findet schon länger statt, liebe Wassermänner, aber es könnte sich jetzt hier auch mit den 10 der Schwertern auf den Magier zuspitzen, diese Gedanken. Ebenso könnten diese Gedanken nun bald einen Abschluss finden. Das verrät mir hier, weil es mit der 10 hier zum Ende geht und mit der 1 hier unten beginnt, mit der Ass der Schwerter im Prinzip und auf den Tod geklärt, handelt sich es hier um Transformation dieser Gedanken, die hier potenziell zum Abschluss kommen. Einige von euch, liebe Wassermänner, die hier etwas versuchen zu erreichen, die sich ein Ziel gesetzt haben und versuchen das zu manifestieren, machen dies auf eine Art und Weise, wie es, ja, vielleicht nicht so schnell zum positiven Erwerb dieses Ziels oder dieses Traumes kommen könnte, denn die 10 der Schwerter auf den Magier hier geklärt handelt von negativen Gedanken. Das ist sowas in der Art wie, ja, ich möchte diesen Job, aber er liegt 500 Kilometer weit weg und ich bin dafür nicht geeignet. Aber ich mag diesen Job doch haben. So eine Art von Energie ist das hier. Oder ich möchte den und den Menschen in meinem Leben haben. Ich möchte mit ihm eine Beziehung eingehen, aber der ist in einer Beziehung und ja, wir haben kaum Kontakt. Das ist dieses, ich will das, aber. Ja? Einige von euch machen das hier innerhalb einer ganz bestimmten Situation. Und da ist die 6 der Münzen darauf geklärt, auch ultra nötig. Denn die 6 der Münzen, das ist ein Geben und Nehmen, ein Ausgleich, eine Mitte finden sozusagen. Ich sehe, dass hier potenziell viele von euch in eure Mitte kommen. Das verrät mir hier diese Konjunktion mit den 6 der Münzen, mit der Gerechtigkeit und mit der Welt. Das hier spricht von Balance, das spricht von Ausgeglichenheit. Manche von euch, liebe Wassermänner, könnten es hier mit einer gerichtlichen Angelegenheit zu tun haben. Das verrät mir das Gericht und darauf geklärte Gerechtigkeitskarte.
eine gerichtliche Angelegenheit, die einen bestimmten Menschen betreffen kann oder auch ein anderes Umfeld betreffen könnte. Es wäre sehr, sehr gut möglich, dass das hier wirklich vielseitig auslegbar ist. Gerechtigkeit auf Gericht, beides spricht von Gericht natürlich. Man sieht hier Richter, Richterin sozusagen und hier das Gericht per se. Und der draufgeklärte Ritter der Kelche spricht von einem, ja, einem Aufeinanderzukommen. Es könnte hier zu Vergleichen kommen, beziehungsweise zu Kompromissen kommen, was auch eine Deutungsmöglichkeit der Gerechtigkeit natürlich ist. Und demnach mit der Welt hier zum Abschluss. Wenn es sich hier um eine gerichtliche Angelegenheit handelt, liebe Wassermänner, sehe ich hier definitiv, dass es zum Abschluss kommt oder darauf hinzusteuert, dass man sich hier im Prinzip einigen kann, beziehungsweise dass auch ein gerechtes Urteil gefällt wird. Ein gerechtes Urteil ist vielseitig auslegbar, liebe Wassermänner. Mit den 5 der Kelchen auf die Welt geklärt, sehe ich hier auf eine gerichtliche Situation, eine Einigung, aber keinen wirklichen Sieger. Niemand wird hier alles bekommen und niemand wird hier gar nichts bekommen. Das ist so ein Mittelding, so ein Mittelweg, was mir auch weiterhin dann die Mäßigkeit auf die 5 der Kelche verrät. Kann sich natürlich um vielerlei Angelegenheiten hier drehen und handeln, liebe Wassermänner. Ich sehe hier definitiv keinen 100%igen Gewinner innerhalb dieses gerichtlichen Beschlusses. Okay? Das ist aber wirklich speziell und muss natürlich nicht auf viele von euch zutreffen, aber einige sind hier wirklich in einer gerichtlichen Angelegenheit verstrickt. Die Gerechtigkeit auf das Gericht. Man spricht hier im Prinzip von Kompromissen, Beschlüssen, Entschlüssen, beziehungsweise aber auch einem Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht ist extrem wichtig. Auf das Gericht, man spricht auch von Auferstehung, Auferkenntnissen, Weckrufe, kann man auch sagen. Beziehungsweise wacht hier jemand auf. Es ist etwas, was geschehen kann. Es ist hier nicht, ich sehe das hier nicht per se als ein Ereignis. Ich sehe das eher als ein inneres Ereignis, ein inneres Erwachen sozusagen bei vielen von euch, liebe Wassermänner. Dieses innere Erwachen, man kann es sich so wie einen Schalter vorstellen, der plötzlich im Kopf dann Klick macht und plötzlich hat man ein anderes Denken drin oder sieht eine Sache sehr viel gelassener oder objektiver. Kann beides hier sehr, sehr gut zutreffen, je nachdem, in welcher Situation ihr hier euch befindet. Ritter der Kelche auf die Gerechtigkeit geklärt, das ist hier ein emotionales, ein gefühlsmäßiges Weitermachen in erster Linie. Beziehungsweise ist es hier, man hat den Fokus hier auf die Mäßigkeit und die spricht ebenso wie die Gerechtigkeit hier von einem inneren Gleichgewicht, innerer Heilung, Ausgleich. Und auch das ist mit dem Schicksalsengel auf der Mäßigkeit repräsentiert, man kann sagen, von oben geführt, beziehungsweise so vorherbestimmt, liebe Wassermänner. Ich kann hier nicht genau ausmachen, in welcher Situation ihr hier euch befindet. Bedenkt bitte auch, es ist ein allgemeines Reading. Viele von euch könnten es hier mit einer partnerschaftlichen Beziehung auseinandersetzen, vielleicht auch mit freundschaftlich oder innerfamiliären Angelegenheiten. Manche auch im Beruf hier, das kann sehr, sehr gut sein. Lasst es mich auch gerne wissen, in welcher Art und Weise es hier für euch zutrifft, wenn es zutrifft. So oder so, in dieses zunächst negative Denken wird eine Art Auferstehung, eine Art Weckruf stattfinden und das wird potenziell in euch passieren, liebe Wassermänner, was dann hier aber auch die Welt vorherführt. Die Welt ist das Abschließen eines Kapitels und der Beginn eines neuen Kapitels. Ich sehe hier ein Kapitel für euch, liebe Wassermänner, denn die Welt repräsentiert die Fixzeichen und ihr seid eines dieser Fixzeichen. Hier oben zum Beispiel sieht man euch in diesem Kopf. Das ist ein Abschließen eines Kapitels, welches für euch definitiv länger schon präsent war. Für die meisten von euch sehe ich das auf jeden Fall so. Ihr schließt nicht unbedingt mit diesem Thema ab, aber es ändert sich die Art und Weise des Vorgehens innerhalb dieses Denkens, weil ihr macht hier definitiv weiter, das ist ganz, ganz klar, entweder mit dem gleichen Thema oder ihr widmet euer Hauptaugenmerk nun fortan auf eine andere Angelegenheit. Das kann sehr, sehr gut sein. Die 5 der Kelche darauf geklärt, es handelt sich hier tatsächlich um den falschen Fokus. Ich sehe hier definitiv kein Verlustdenken, ich sehe hier auch keine Reue oder Trauer. Mit einer gerichtlichen resonierenden Szenario hier kann es sich hier sehr, sehr gut um einerseits Trauer handeln, aber mit der Mäßigkeit dann darauf gibt es hier positive und negative Aspekte. Ne? Aber das ist sehr speziell, wie gesagt. Die 5 der Kelche, ich sehe hier den falschen Fokus definitiv. Der Fokus muss hier im Prinzip auf euch gerichtet sein, liebe Wassermänner. Die Mäßigkeit hier auf die 5 der Kelche geklärt handelt von A. Heilung, B. natürlich aber auch einem inneren Ausgleichen, einer inneren Balance sozusagen. Und mit dem Rat des Schicksals hier
Ebenso auf die fünf der Kelche geklärt, handelt es sich von etwas, was passieren muss, bevor man überhaupt weitermachen kann. Das Rad des Schicksals dreht sich erst dann in Bewegung, wenn gewisse, ich sag mal, Einsichten und Klarheiten stattfanden, beziehungsweise wenn sich gewisse Ereignisse sozusagen herauskristallisiert haben. Es kann sich hier, und ich sehe das sehr, sehr deutlich, für einige von euch um das Richtige, die korrekte Art und Weise der Manifestierung handeln. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, beziehungsweise das Ändern einer Denkweise. So oder so, liebe Wassermänner, wird sich hier potenziell das Rad des Schicksals weiterdrehen. Fortan wird es hier erst einmal ein Gefühlschaos geben. Das sagen mir hier diese sieben der Kelche. Kopf gegen Herz, Herz gegen Kopf, beziehungsweise kann es sich hier auch um Illusionen und Tagträume handeln. Jene Illusionen und Tagträume könnte ich mir so vorstellen in einem ähnlichen Szenario wie hier schon genannt. Das ist dieses, ja, ich will das, aber. Man steckt sich ein Ziel und weiß im Prinzip schon oder meint, ja, und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das Ziel nicht erreichen kann, man will es aber. Und das hier ist sehr, sehr stark, diese Energie hier mit den sieben der Kelchen, das sind hier Illusionen, die man sich oftmals selbst macht, beziehungsweise Tagträume, Wunschträume, das ist so etwas, was in wenigen Fällen mit der Realität etwas zu tun hat. In dieses Denken, vielleicht auch in dieses Handeln, ich sehe hier vorrangig natürlich die Denkweise, auch mit der Hauptenergie natürlich, kommt eine Veränderung rein. Mit dem Tod, nämlich auf diese sieben der Kelche geklärt, handelt es sich hier um Transformation und Veränderung. Transformation, was dieses Denken angeht, was diese Illusionen angeht, was dieses sich selbst etwas vormachen oder sich selbst etwas einreden angeht, liebe Wassermänner. Und ich sprach von Klarheiten und die werdet ihr hier potenziell auch bekommen, mit dem Ast der Schwerter auf den Tod geklärt. Das sind A, Entscheidungen, die gefällt werden können. B, ist das hier aber auch ganz klar die Klarheit. Die Klarheit, die Einsichten, man sagt auch der Geistesblitz. Und in dem Fall ist dieser Geistesblitz wirklich dieser Schalter, den ich vorhin gesagt habe, der hier potenziell umgelegt wird. Das kann durch euch selbst natürlich gesteuert sein. Das kann durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel im Gericht hier auch gesteuert sein. Beziehungsweise auch definitiv von Situationen aus hervorgerufen werden. Es kann hier auf sehr, sehr viele Arten und Weisen sich ereignen, liebe Wassermänner. Definitiv sehe ich hier Spiegelung in dieses Illusionieren, beziehungsweise Tagträumen, Wunschträumen. Unrealistisches Denken kann man hier auch manchmal sagen, je nach Situation natürlich unterschiedlich, sehe ich hier eine gewisse Klarheit, einen gewissen Geistesblitz in dieser Spiegelung durch eine Veränderung reinkommen. Diese Veränderung kann durch Gespräche hervorgerufen werden. Ich habe hier mit den acht der Stäben die klassische Kommunikationskarte auf den Tod geklärt. Das heißt Gespräche, die etwas verändern. Gespräche, die vielleicht euch sogar verändern oder Konjunktion eurer Denkweise hier verändern mit dem Gehängten. Der Gehängte folgt nämlich auf das Ast der Schwerter und das hat hier absolut nichts, vor allem nicht in der Konjunktion hier, mit einer Stagnation zu tun. Das hat etwas mit einem Umdenken zu tun. Die Dinge aus einer anderen Sichtweise betrachten, die Dinge vielleicht auch wirklich aus einem anderen Licht sehen. Mit der Spiegelung der Gehängte auf den Magier kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diejenigen, die hier wirklich am Manifestieren sind, und ich hoffe, ihr könnt mit dem Begriff Manifestieren etwas anfangen, liebe Wassermänner, ändern hier tatsächlich oftmals ihre Denkweise. Ich sehe es hier definitiv nicht zum Schlechten, dass sich diese Denkweise ändert, liebe Wassermänner. Definitiv nicht. Vorher, diejenigen, die hier manifestiert haben, haben das meiner Interpretation nach, und die Karten sagen es hier auch, nicht komplett falsch gemacht, aber mit falschen Ansätzen gemacht. In einer falschen Art und Weise, beziehungsweise will man an einem Tag das und am anderen Tag sagt man, ach, ist doch nicht so wichtig. So etwas in der Art war das hier. Mit dem Gehängten, Spiegelung auf den Magier, kommt hier eine gewisse, ein gewisses Umdenken rein, auch eine gewisse Erleuchtung rein. Erleuchtung habe ich hier sehr, sehr viel. Hier der Gehängte, Gericht ist auch Auferstehung, Auferweckung. Das Ast der Schwerter ist die Klarheit, der Geistesblitz. Vielen von euch werden hier Dinge auffallen, die sie vorher anders betrachtet haben. Und das hier ist eine sehr, sehr gute Wendung. Und auch diese Wendung ist mit dem Karma, mit dem Tod in Konjunktion und auch mit der Welt nochmals sehr, sehr deutlich dargestellt. Die Welt, das Abschließen eines Zykluses, Beginn eines neuen Zykluses, es ist auch eure Karte teilweise, weil es die Fixzeichen repräsentiert. Karma, ähnlich wie das Rad des Schicksals, schicksalshafte Wendungen, richtige Zeit, richtiger Ort, beziehungsweise ist das hier auch das Vertrauen in das Universum, das Vertrauen in das Schicksal, den Dingen ihren Lauf lassen, beziehungsweise die richtige Gewichtung auch finden.
Liebe Wassermänner, hier die Konjunktion Mäßigkeit, Rat des Schicksals, Tod und Gehängte. Vier Arkanas in einer sehr, sehr starken Handlungsebene. Wenn ich die Handlungsebene weitergehe, habt ihr hier mit dem Magier, mit der Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Rat des Schicksals, Tod, Gehängte. Habt ihr hier sechs Arkana, wenn ich die hier mitzähle, sieben, wenn ich das Karma mitzähle. Ihr habt hier wahnsinnig viele Arkana-Karten. Und diejenigen, die sich ein bisschen mit Tarot auskennen, liebe Wassermänner, wissen, dass Arkana-Karten eine sehr, sehr starke Energie repräsentieren. Sehr, sehr starke Energie sehe ich dahingehend, dass es sich für euch wirklich um eine Situation oder eine Angelegenheit handelt, die ihr teilweise sogar extrem hoch gewichtet. Und da werden definitiv Veränderungen reinkommen. Ich kann hier nicht genau ausmachen, in welcher Art von Situation ihr seid. Bitte bedenkt natürlich, es ist ein allgemeines Reading. Aber ihr legt hier extremes Augenmerk und extrem hohe Gewichtung innerhalb einer bestimmten Situation, die ihr verbessern wollt bzw. erreichen wollt. Und mit diesen, ich sag mal, falschen Manifestierungsansätzen kommt eine Gerechtigkeit rein bzw. ein Beschluss, ein Gleichgewicht. Gleichgewicht spricht auch hier die Mäßigkeit wieder davon, beziehungsweise das Ausbalancieren. Rat des Schicksals, schicksalshafte Ereignisse, es soll passieren. Ja? Tod ist die Veränderung und er hier ist das Umdenken. Und genau das soll hier für die meisten von euch natürlich, die sich in dieser Situation befinden und für die es hier resoniert, liebe Wassermänner, passieren und geschehen. Mit der Welt hier ist das neue Kapitel angezeigt. Karma ist das, das Schicksalshafte und es soll hier definitiv passieren, dass eine, ich sag mal, vielleicht zum Teil festgefahrene Situation oder ein Manifestierungsprozess, der sich bisher noch nicht ereignet hat, ja, dass der aus einem anderen Licht betrachtet werden soll und sich dann potenziell ereignen kann, liebe Wassermänner. Denn bisher hat das für die meisten von euch, sehe ich hier, nicht geklappt und es ist hier an der Zeit, umzudenken. Nicht nachzudenken, sondern in dem Fall dann umzudenken. Das Ass der Kelche auf die Welt geklärt handelt von Selbstliebe. Selbstliebe, selbst hochschätzen auf jeden Fall, hoher Selbstwert bzw. auch das Vertrauen in sich selbst. Hier geht man mit mehr Herz und mit mehr Gefühl ans Werk. Das hier ist auch sehr, sehr wichtig, da man, wenn man hier manifestiert, liebe Wassermänner, darf man das nicht mit dem Kopf machen, man muss es mit dem Herzen machen. Das ist auch so eine Sache, was viele vielleicht nicht verinnerlichen oder nicht verstehen können. Einige von euch sehe ich hier mit Herz an die Sache ranzugehen und weniger mit Gedankenkraft an die Sache ranzugehen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man Wünsche äußert, ja, beziehungsweise etwas manifestieren möchte, dass man das mit dem Herz macht. Und das ist eine Art Überzeugung. Das ist hier nicht willentlich, ne, was im Kopf passiert, sondern das ist das Herz, das sehnsüchtig passiert. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, den leider nur wenige verstehen. Ich sehe euch hier auf einem super Weg mit dem Ass der Kelche hier unten. Ihr habt hier erst einmal das gedankliche Neustartsass und ihr habt hier das gefühlsmäßige Neustartsass. Diese beiden Asse hier nebeneinander nach solchen Veränderungs- bzw. Abschlusskarten erklären mir im Prinzip auch wieder schon die Outcome-Karten. Sechs der Schwerter, das heißt Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, ein bestimmtes Ziel voraus und gib ihm ab dafür so ungefähr. Super Energie hier auf jeden Fall, bisher aber nur gedanklich. Wenn ich den Kompatrin hier aber noch mit reinnehme, geschieht das aber auch wirklich in der leidenschaftlichen Ebene. Mit Herz, wie ich es jetzt wieder ausdrücken könnte, wie ich es auch hier schon gesagt habe, mit dem Ritter der Schwerter. Ein Vorankommen mit Leidenschaft, mit Feurigkeit, mit Hartnäckigkeit, aber auch mit diesen beiden Sechs der Schwerter mit Überzeugung. Liebe Wassermänner, das hier ist wirklich sehr, sehr großes Veränderungspotenzial und für viele von euch, und das ist hier extrem stark wirklich, sehe ich hier potenziell ein Umdenken innerhalb einer Situation, aber welches Umdenken dann auch zum richtigen Weg führt, beziehungsweise auch zur richtigen Art und Weise, wie man in dieser Situation weitermacht, liebe Wassermänner. Ob ihr hier euer Ziel schon schnell erreichen könnt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es deutet quasi darauf hin, ich habe hier drei Bewegungskarten. Es geht auf jeden Fall weiter in Richtung Ziel. Wie schnell das geht, werde ich jetzt vielleicht im weiterführenden Reading herausfinden können. Da schaue ich mir die Karten dann nochmal genau an. Liebe Wassermänner, das hier ist ein sehr, sehr aussagekräftiges, fast schon heftiges Reading mit so vielen großen Arkana drin. Ich würde es jedem von euch wünschen, die hier etwas manifestieren möchten, beziehungsweise würde ich es denjenigen wünschen, die hier schon lange etwas versucht haben und jetzt wirklich ein Umdenken stattfinden wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das für viele von euch eintreffen wird. Lasst mich auch gerne wissen, in welcher Situation ihr hier steckt und was ihr hier manifestieren wollt, wenn es hier für euch resoniert, liebe Wassermänner.
Ich wünsche euch so oder so viel Kraft, viel Denkvermögen, das werdet ihr definitiv brauchen, aber dann aber auch viel Mut zur Veränderung. Diesen Mut zur Veränderung, den müsst ihr hier aufwenden, denn viele sind schon so lange hier am Manifestieren. Und jetzt hier eine Einsicht, und das bin nicht ich, der euch das jetzt hier vermittelt, dass ihr hier etwas falsch manifestiert, sondern das werdet ihr potenziell hier selbst sein. Denen wünsche ich auf jeden Fall den Mut zum veränderten Denken. Ich wünsche euch anhaltende Gesundheit, liebe Wassermänner. Lasst mir gerne wieder Spenden, Feedback, Views, Likes, Kommentare, was ihr möchtet da. Herzlichen Dank dafür. Sehen das natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.